Hey, warum denn das Nest das? Okay, also unsere Jagd geht weiter, ja? Years of research. What were you talking about back there? Where are we going? Nastas has set up a meeting. A powwow, I think they call it. A meeting of minds, of souls. Indians and whites, academics and criminals coming together to find a common understanding. Nastas, this fool's making no sense. Some of Vanderlyn's men have agreed to meet with Professor McDougal up at Bear Claw Cabin. Why the hell would they want to do that? I think they are interested to find out what conclusions a white man has reached on hundreds of years of culture and society from the comfort of his hotel room. Wonderful! Do you think I could ask for a skin sample from the soles of their feet? I don't think that's a good idea. Der ist so durch, der Professor, ne? Und vorher nochmal schön hier Morphium reingezogen oder sowas, da wette ich drum. Ne, Morphium. Ne, wer ist das? Opium? Ich, ja. Ich kenne mich da nicht aus, tut mir leid. Aber der wirkt nicht ganz klar im Kopf, sagen wir es mal so. Ich würde die aber schon gerne häuten, die werte Grizzly-Dame. Hätte ich die töten müssen, ich weiß es nicht. Hätte ich Wurfmesser nehmen müssen, auf gar keinen Fall, aber es hat relativ gut funktioniert. Eieiei. Die Musik ist so deprimierend irgendwie die ganze Zeit. Ich habe das Gefühl, als würde ich in meinen Tod reiten. So fühlt sich das an. Ist das da unten? Keine Ahnung. Okay, irgendein Hof, den wir noch nicht entdeckt haben. Das ist auch interessant. Okay, hier haben wir die Typen, die für Vanderlyn kämpfen, für Dutch. Hallo? Eieiei. Hallo, Gentlemen. Wir kommen in Peace. Those words mean nothing coming from people like you. Look at what you've done to us. Look at us! We live like animals, scrabbling in the dirt. Well, I... Well, violence isn't the answer! Maybe you live in a different America than we. Men like Vanderlyn will lead you to disaster. I think we've already experienced disaster. The likes which you could only imagine. Put your hands up! We come in peace! But do as he says, Marston. You call this a meeting? Give me your damn weaponry. This is not what we agreed to. You shut your mouth, you treacherous snake! Holy shit! Damn, Dutch! Professor, get down now! Come on! Really? Just keep your head down! Ernsthaft? Der hat einfach Nestas abgeknallt. I don't know about you, Professor, but I say we get the hell out of here. Mein Gott, der hat Nestas einfach abgeknallt. Was soll die Kacke? Der lag mir am Herzen, der Typ. Der war voll cool. Come on. We should move quickly. There's plenty more where they My came God, from. God, I feel terrible. My head is pounding. Getting shot at will do that to you. I'm completely drained. It's like my body has aged 10 years. This can't be happening. Not again.
Ei. Okay, ich hoffe, das war's. Ja. Nesta ist einfach tot. Ich muss es nochmal betonen. Och Mann. Was soll denn das? Ich kenne kein Spiel, das einem so leichtfertig die Verbündeten wegzieht wie dieses hier. Unglaublich. Blackwater. I will never talk ill of you again. Civilization in all its glory, Mr. McDougal. And am I glad to be back? I'm in dire need of a syringe. Something to clear the mind and restore the spirit. So you ain't planning on sleeping there? Sleep? My dear boy, I'll probably never sleep again. Whoa! Ei. Das war aber nicht so geplant. Das war katastrophal. Toll. Gut, dann bleibt uns jetzt wohl als Ansatzpunkt nur noch Agent Ross, oder? Der Weg über Nesta ist damit besiegt. Safe and sound. Thank the Lord. So much for a meeting of minds. Thank you, Mr. Marston. I could be boiling in a pot right now if it wasn't for you. Get some rest, Professor. Was zum Teufel? Eine neue Fremdenmission. Was war das denn jetzt? Bin schockiert. Hallo? In the land of liberty, men should be free to live soberly, without fear that the perils of drink may overcome them. Do you like what you hear, sir? Not particularly. You'll take away our last freedoms, friend. Freedom to forget about our troubles. You don't have troubles, friend. You have all the joys of heaven here on earth if you just put down the bottle. You don't know me so well, friend. If you did, you'd know how moronic that sounds. I, Abner Forsyth, am not afraid to be called moronic, sir. That I don't doubt. Good day, sir. Oh, it shall be, sir. When we live temperately alongside one another, you are doomed! Doomed! Oh mein Gott. Besuche die schäbigen Ecken von Blackwater. Das hört sich nach einer super tollen Mission an. Und wir haben doch eine neue Dog-Mission. Wirklich? Das ist sehr merkwürdig. Besuche die schäbigen Ecken von Blackwater. Das klingt sowas von einladend. Das machen wir direkt. Die schäbigen Ecken. John Marston, remember me? I'm Clyde Beadle. Hey, mister. I heard about you. Sure you did. You that boy killed Bill Williamson over in Mexico. No, got me mistaken, partner. I ain't. The boy told me all about you as soon as you come to town. Town? That's what you call this? What's wrong with cesspit? You know, I saw you talking to that Abner Forsyth. Who? The temperance movement man. The man trying to put me in a poorhouse. Oh, yeah. Interesting fella. He's Jeremiah Somerset's pawn. The industrialist wants the state to outlaw public consumption of liquor. So he can make a fortune selling personal gin stills. Leave bar owners like me begging in the street. Ah, my heart bleeds for the three of you. I just can't figure out which one I dislike the most. You kill Abner Forsyth.
I'd do right by you. You'd find yourself someone else. Oh. Kill him. That man needs to... Wenn ich den umbringe, werde ich gesucht, ne? Das ist wieder nicht gut. Ich rieche das schon wieder. Oder? Blöd gesagt, macht der eigentlich ja Mist. Der profitiert davon, dass die anderen den Alkohol nicht mehr verkaufen dürfen. Er destilliert ihn, verkauft ihn selber und macht Kohle damit. Das ist eigentlich nicht in Ordnung. Aber den jetzt abzuknallen, ist auch nicht besser. Aber ein richtiger US-Marshal hier. Wahnsinn. Furniture. Aber wie gesagt, jetzt einfach niederzubolzen, ist eh wieder falsch. Also ich würde den ganz ehrlich warnen. Nee, tut mir leid, ich werde nicht... was, ich... Den soll ich töten? Nee, den warne ich. Hey there, Abner. Good to see you, my friend. Decided to join me? And recant the evils of the bottle? Keep wishing, friend. Better move on soon. Fellas around here want you dead. Oh. I guess the path of God will lead me elsewhere in this benighted kingdom. Thank you for sparing the life of a poor servant. Kindly, take this. Take care of yourself, Abner. Wie gesagt, es ist schwierig, aber jeder sollte seine Meinung äußern dürfen. Und wenn er daran glaubt, dass ihm Gott weiterhilft und er aber andere einfach in Ruhe lässt, mein Gott, man kann ihm ja nicht verbieten, an irgendetwas zu glauben, keine Ahnung. Und vor allen Dingen ihn zu töten, was zum Teufel? Das wäre sowas von schlecht gewesen. Hey, Mister, I want to talk to you. What is it? I heard you tipped off Abner Forsythe after I told you to kill him. Now he'll be spreading his nonsense all over the territory. I ain't here to do your dirty work. Oh, yeah? Well, you can forget about drowning your sorrows anywhere around here. Round here, it's gonna be double the going rate for you. So be it. Ja, es ist mir egal. Damit kann ich leben. Hey, unser Ruhm ist gestiegen. Wahnsinn. Philips hat dich schlecht gemacht und Lügen über dich verbreitet. Alkohol und Zimmer kosten im Grenzgebiet ab sofort das Doppelte. Was ein Arschloch. Ja, wir sind hier im Wilden Westen, da darf man so Begriffe benutzen. Okay, die nächste Dog-Mission, ich freue mich schon. Der verlorene Sohn kehrt zurück nach Yale. Warum in Klammern? Professor! Oh, it's you, dear boy. Come in, and shut the door. What's going on? You leaving? Yes, I am, sir. Do you know the thing? The thing that is vital, without which scholarship cannot proceed, sir? No, I don't. Not having a bullet in your flipping neck, sir. I'm not cut out for this. No, not cut out for this at all. Nope. They're fucking savages! Savages! I think we all are. Not me, sir. I'm from Connecticut. I'm a professor at Yale. I write books. I do not deserve to die out here. Where's my tincture? Oh, yes. You okay, Professor? Oh, dandy, sir. Just dandy. Oh, great heavens above! Is that you, John? Hello, Dutch. I think that's what they call two for the price of one out here in this wonderful place. Maybe so, Dutch. You and your friend there, the professor, we're gonna kill the both of you. Why you want to do a thing like that? I don't know. Sport, I guess. Fair enough. Why don't I come out there? We fight. Let the professor go and send your boys back to their families. Well, that sounds like a beautiful plan, John. Only problem is, my boys here,
They already lost their families a long time ago. We aren't thieves, John. We're fighting for something a bit like you. Only we're fighting for an idea, not just for ourselves. That's beautiful, Dutch. You always were a fine speaker. I was. Now, would you kindly send that academic out here so we can show him what we really think about the art of anthropology? Lisa, what are we going to do? I'm going to hand you over to him and watch him tear you limb from limb. What? I'm just kidding. We're going to run across the rooftops. Get you back to your ivory tower. Oh, thank you. Thank you, sir. Thank you. We're still here. Come on. Oh. Yes. Oh, come here. Oh, yes. Good day, sir. Madam. Look here, sir. What is the meaning of this outrage? You two stay down and shut up. Come on. We can get to the roof this way. Das ist unerwartet. Ganz ehrlich, das ist total unerwartet, was hier gerade passiert. One more move and he's a dead man. Das kam sehr unerwartet. You're a sorry bunch of wannabes. Here, John, grab this. He dropped his rifle. What do we do now? They've got us pinned down on both sides. Oh mein Gott, wir ballen hier jetzt echt im Blackwater rum. Eieiei. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, beweg dich, komm. Komme ja schon, mein Pferd war doch nicht da. Eieiei. Okay, dann reist er jetzt ab zurück nach Yale. Oder wie soll ich das verstehen? Oder er stirbt. Eins von beidem. Ja, da hat Dutch aber jetzt mal Position bezogen, oder? Ganz schön mutig. Und schön, dass Agent Ross nix macht. Die Polizei schon wieder. Oh mein Gott. Hauptsache wieder im falschen Moment nachladen. Wäre es nicht schlauer gewesen, mit einer Fähre abzuhauen, als hier jetzt durch den Wald zu reiten?
Ich meine nur rein theoretisch. Ah, okay, wir müssen mit dem Zug fahren. My research is complete. Much as I thought. There's no civilizing this savage land. I could have told you that for nothing. Ah, but they'll give me a prize in New Haven for this. Well, they bloody better. Well, goodbye, Mr. Marston. Best of luck, dear friend. So long, Professor. So long, sir. Oh, ich glaube, der hat sich ein richtiges Tränchen verdrückt, ne? Und damit bleibt nur noch... Können wir noch ein Haus kaufen? Okay. Ja, da bleibt nur das G. Das G wie genussvoll. Oder das G wie Gentleman. Oder eben wie... wie Agent Ross, warum auch immer der ein G hat. Wahrscheinlich wie Government, ne? Regierung. Wurfmesser, Überlebenskünstler. Nee. Nee, dankeschön. Joa, ansonsten ist hier nichts Besonderes, oder? Sieht sehr schön hier aus. Ja, man muss das natürlich immer wieder würdigen, ne? Mit der Zeit, wenn man ein Spiel länger spielt, da achtet man ja nicht mehr so drauf. Aber auch hier wieder, es steckt einfach so viel Liebe zum Detail hier drin. Dass man die ganzen Häuser betreten kann und dass man sieht, wie Leute hier auch auf Toilette gehen und was. Nein, ne? Es ist schon echt toll gemacht. Und in Red Dead 2 wird das sicherlich noch ausgeprägter sein. Das ganze Gedöns rund um Häuser kaufen, Charakter individualisieren und so weiter und so fort. 800... Weil es das Doppelte kostet, oder was? Das ist ganz schön happig. Nein! Nein! Das wollte ich doch gar nicht! Nein, 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 nein! Oh mein Gott. Alter, das kann nicht wahr sein. Ich wollte das doch gar nicht. Eieiei, das war ja wieder so richtig typisch ich, ne? Wollte die gottverdammte Kutschenfahrt und nicht die Kutsche klauen. Haben wir das Problem gelöst? Ist die Kutsche wieder da, bitte? Really? Boah, ich hasse manchmal mein Leben, ne? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist aber jetzt mal ultra bescheuert. Entschuldigung, aber mein Gott. Oh. Ja, ich habe nicht richtig gelesen. Da stand mit der Kutsche fahre statt als Mitbeifahrer mitfahren. Aber Herrgott nochmal, das im Eifer des Gefechts. Man drückt doch einfach Y. Gut, dann eben mit der Schnellreise. Ist mir auch egal. Heieiei. Okay, einmal die Schnellreise zurück nach Blackwater. Plainview, Benedict Point, Ritual Farm, Armadillo, Blackwater.
Okay, damit ist der Doktor weg und damit haben wir... Oh mein Gott, ihr habt Standbild. Warum habt ihr Standbild? Ihr habt kein Standbild mehr. Damit ist der Doktor weg und wir haben damit wahrscheinlich einen großen Teil der, ich sag mal, Haupthandlung in Anführungszeichen von Blackwater abgeschlossen. Aber ich denke mal, der andere große Teil wird sich dann rund um unseren guten Agent Ross abspielen. Und wir haben jetzt tatsächlich den Weg Richtung... Ja, wir haben... Im Nachhinein haben wir ihn ja schon gesehen, den guten Dutch. Ja, wir haben ihn gesehen, aber... Unser Ziel nicht wirklich erreicht. Oh, ich hasse es. Das ist so furchtbar mit diesem... Ah, komm morgen früh wieder. Aber du kannst die Zeit nicht umändern. Das ist ein bisschen ungünstig. Ja, ich bin gerade im Mecker-Modus, ihr merkt das, ne? Weil mich das extrem nervt, dass es gerade so blöd gelaufen ist mit der Postkutsche. Okay. Gesundheit. What are you doing? I'm chilling out at the moment. Ja. Die Frage ist jetzt natürlich wie immer, wenn ich jetzt hier speichere, wechselt dadurch die Tageszeit oder nicht? Das ist die große Frage im Nachhinein. Es ist immer noch dunkel. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ach ja. Ich sehe extrem viele Parallelen zwischen The Witcher 3 und Red Dead Redemption, wisst ihr das? So vom Pferdrufen her, vom Reit-Gameplay her, so das Reiten fühlt sich genauso an irgendwie. Das ist ganz merkwürdig. Die alt an... Was? Die alt an Jahren sind... Was? Was? Was stand da? What a pleasant surprise, Mr. Marston. An informer just told us some interesting news. Our mutual friend, Mr. Vanderlyn, is about to pay call on his bank manager. What do you say to having a little financial discussion with the fellow? This way. Let's get up on the roof. We'll have a clear shot at them from there. Das sind mal interessantere Methoden, oder? Eieiei. That door is the only way in and out of the building. So cover it tight. You see those horses to the left by the building across the street? Dutch's boys hitched them there. They'll have to run that way to make their escape. Don't start shooting until they're out in the open. If we spook them, they might retreat back and hole up inside. Don't shoot till I give you the signal. Keep your sights trained on that bank door. I hope you know who you're dealing with, Mr. Nobody shoots until I say. Don't shoot! That man is a hostage! The bastard's killed! Open fire! Take out those snipers in the window. You are about to get a serious. Get the man at the window. My God. Okay, kurze Pause. Na komm, trau dich. Zack. Nein. See the murder from the bank? Take him out!
unten? Ich sehe gerade niemanden. Da unten? Oh mein Gott. Marston, head into the bank with Hopkins and Manny. Get Dutch. Be careful. There may be some innocent people there. We can take them.